Wir haben mit unserem Galaxy S4 Zoom Fotos gemacht, Videos aufgenommen. Aber eins ist natürlich auch ganz wichtig. Wie kommen denn jetzt unsere Fotos und unsere Videos vom S4 Zoom auf unseren PC oder andersrum? Wie kann ich zum Beispiel Filme, Musik oder Bilder auf das S4 übertragen? Das ist ganz einfach. Wir haben zwei Möglichkeiten. Zum einen generell über das USB-Kabel und dem Arbeitsplatz in Ihrem Computer. Oder aber wir nutzen die Samsung-Software Keys. Wir fangen jetzt erstmal ohne Keys an mit der normalen Übertragung. Was ich mache, ich schließe das mitgelieferte Datenkabel per Micro-USB, das ist der kleine Stecker, an der unteren Seite meines S4 Zoom an und nehme dann den USB-Stecker auf der anderen Seite des Kabels und stecke den in meinen Computer oder so wie hier in mein Notebook. Das Gerät verbindet sich jetzt automatisch mit dem PC, wir haben es gerade schon gehört. Ich bekomme jetzt hier, weil ich Windows 8 nutze, auch einen kleinen Hinweis. Ich sehe jetzt auch schon hier bei mir bei Geräte und Laufwerke Alex Bahl, das hier ist mein S4 Zoom. Das kann ich jetzt mal anklicken. So. Und sehe, ich kann jetzt hier auf die Kamera und auf die Karte zugreifen. Ich mache das mal ein bisschen größer. Moment, extra große Symbole. Das heißt, beim Fotografieren habe ich eine kleine Micro-SD-Karte eingesetzt. Auf die kann ich jetzt zum Beispiel zugreifen. Karte. Dann auf den Fotoordner, auf die Kamera. Und da sehe ich jetzt alle Fotoaufnahmen, die ich jetzt mit meinem S4 schon gemacht habe. So, was kann ich jetzt mit den Aufnahmen machen? Ganz einfach, ich kopiere sie auf meinen Computer. Deswegen habe ich hier schon mal ein zweites Fenster vorbereitet. So, da sehen Sie jetzt auf meinem Computer, dieser PC, meinen Bilderordner, meinen Desktop, meinen Ordner für Dokumente, für Downloads und für Videos. Jetzt kann ich ganz einfach ein Foto markieren, zum Beispiel hier das eine von der Rose, halte das gedrückt und ziehe das dann einfach in meinen Bilderordner herüber. Klick. Das Ganze wird ruckzuck übertragen über USB. Jetzt öffne ich den Ordner und siehe da, ja, hier ist mein Foto schon, was ich aufgenommen habe. Um Ihnen das jetzt auch nochmal zu beweisen, kann ich das Foto einfach mal öffnen, Doppelklick. Und siehe da, das ist die Aufnahme, die wir vorhin in dem Kapitel gemacht, in dem Video gemacht haben über Foto- und Videofunktionen unseres Galaxy S4 Zoom. Aber das ist natürlich nicht alles. Ich kann noch mehr machen. Jetzt haben wir gesehen, wie wir die Aufnahmen von meinem S4 Zoom auf den Computer bekommen. Jetzt geht es darum, wie kann ich denn auch Fotos, zum Beispiel Urlaubsbilder oder andere Sachen auf dem S4 speichern. Da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn ich jetzt hier nochmal bei meinem Galaxy S4 Zoom schaue, habe ich ja die Auswahl zwischen Kamera, sprich dem internen Speicher, und der Karte, dem externen Speicher. Ich öffne mal jetzt den internen Speicher, um Ihnen zu zeigen, dass wir hier auch verschiedene Ordner haben. Das heißt, wir haben die gleiche Struktur wie auf meinem Computer. Ich habe hier zum Beispiel einen Ordner für Dokumente, für Download. Dann sehe ich hier zum Beispiel einen für Musik, hier für Pictures, für Fotos und kann auch gerne noch einen Ordner für Videos eröffnen, wenn ich möchte. Jetzt gehe ich auf meinen Computer in meinen Videoordner zum Beispiel, suche mir mal hier ein Video raus, rechte Maustaste, kopieren und kann jetzt hier zum Beispiel den Ordner Movies benutzen, öffne den, rechte Maustaste, einfügen und schon wird das Video automatisch übertragen. Aber mein Computer meldet sich jetzt gerade und fragt, oh mein Gott, Sie möchten gerne einen Film auf ein mobiles Gerät kopieren. Es kann sein, dass das da nicht wiedergegeben werden kann. Das mag vielleicht für viele andere Geräte ja, der Fall sein, aber Samsung unterstützt eine ganze Menge an Formaten für Film, für Foto, für Musik. Das heißt, ich brauche mir da keine Sorgen machen. Ich klicke an für alle Dateien ausführen, hier unten, und sage, nein, einfach nur kopieren, mach dir keine Gedanken, aber danke für den Hinweis. So, schon ist mein Video da drüben. Dann gehe ich jetzt hier mal wieder raus aus dem Ordner. Gehe dann bei meiner Bibliothek dann auch nochmal auf Fotos und markiere mir jetzt mal hier einfach ein paar Bilder. So, rechte Maustaste wieder kopieren oder aber ich greife alle Bilder, ziehe die rüber und sage bitte in den Bilderordner. Einmal loslassen und schon werden die Bilder auch automatisch übertragen. Gucken wir mal, ob die da sind. Doppelklick, sehen Sie, da sind alle fünf, die wir gerade genommen haben. So einfach funktioniert das. So, zu guter Letzt brauche ich noch ein bisschen Musik, wenn ich unterwegs bin. Ich habe ja Kopfhörer im Lieferumfang dabei, das heißt, also auch schon die besten Tracks.
Deswegen gehe ich jetzt auf meinem PC auf der Seite in meine Musikordner. Sehe ich jetzt hier zum Beispiel schon ein paar Songs, die markiere ich mir jetzt einfach alle mal. So, das sind erstmal nur 6. Dann suche ich mir jetzt hier noch aus, in welchen Ordner die rein sollen. Die speichere ich jetzt mal auf der Karte. Da gibt es auch einen Musikordner. Mal öffnen. Ach, da sind schon Musik schon mit drin. Deswegen speichern wir das jetzt mal intern ab. Öffne da mal den Musikordner. Da sehen Sie, der ist leer. Und jetzt auch hier wieder die Musik einfach rüberziehen, loslassen. Und auch hier kommt wieder ein kleiner Hinweis. Ob denn mein mobiles Gerät, sprich mein S4 Zoom, denn auch die Musik in den verschiedenen Formaten wiedergeben kann. Nochmal, Samsung unterstützt eine ganze Menge Formate. Deswegen danke für den Hinweis, lieber Computer. Aber für alle Dateien einfach nur kopieren und schon geht das rüber. Je nachdem, welche Verbindung Sie haben. Sie sehen jetzt hier 6 Titel innerhalb weniger Sekunden sind kopiert. Jetzt habe ich alles übertragen. Das war jetzt sehr simpel und sehr einfach. Sie schließen Ihr S4 Zoom einfach über das mitgelieferte USB-Kabel an. Dann, ganz wichtig, einfach die Sachen auswählen, in den dementsprechenden Ordner abspeichern. Sie haben ja gesehen, es sind schon Ordner vorab angelegt für Musik, Bilder, Filme. Und einfach rüber kopieren, das heißt, das S4 ist nichts anderes als eine normale Festplatte, ein normaler Speicher, ein USB-Stick. Und wenn ich damit fertig bin, kann ich die Sachen jetzt einfach schließen und die Verbindung gerne auch trennen. Jetzt gibt es aber noch von Samsung eine extra Software. Die nennt sich Keys. Die können Sie auch bei Samsung auf der Webseite herunterladen. Und diese Software soll es Ihnen noch etwas vereinfachen, Sachen auch automatisch mit Ihrem Telefon zu synchronisieren. Ich starte die Software jetzt einfach mal. So, die habe ich hier unten abgelegt. Einmal auf Keys. So, da sehen Sie jetzt Folgendes. Mein S4 Zoom ist schon erkannt worden. Ich bekomme jetzt hier erstmal die Info über das Gerät. Wie heißt es denn? Wie viel ist denn vom internen Speicher noch frei? Wie viel ist vom externen Speicher noch frei oder schon belegt? Dann gibt es hier noch Optionen, die ich anklicken kann für eine automatische Synchronisierung. Was bedeutet synchronisieren? Das sehen wir hier. Ich kann persönliche Informationen austauschen. Das sind hier zum Beispiel meine Kontakte, meine Kalendereinträge bei Outlook, meine Aufgaben oder auch gerne Musik, Bilder und Videos. Das heißt, ich habe auf meinem Computer eine Bibliothek. Da gibt es die Bilder, die Musik und die Videos. Dann habe ich bei mir jetzt Outlook installiert. Da habe ich dann meine Kontakte, meine Aufgaben und meine Termine. Und ich kann jetzt über diese Software meinem S4 Zoom erlauben, diese Sachen automatisch zu synchronisieren. Alle Kontakte, die ich hier vielleicht neu eingetragen habe, sollen bitte auch in meinem Outlook sein. Alle neuen Musiksachen, die ich vielleicht runtergeladen habe, die möchte ich auch mobil auf meinem S4 Zoom haben. Und ich möchte nicht jedes Mal die Sachen einzeln hin und her kopieren, sondern ich möchte es einfach nur anschließen und sagen, zack, synchronisieren. Das passiert auch gerne, wenn man das schon direkt anschließt, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Und dann ist die Sache erledigt. So einfach und komfortabel ist es halt mit der Samsung Software Keys. Wie gesagt, die können Sie auf der Samsung Webseite herunterladen, kostenfrei, und können sich das dann einrichten. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auch bei meinem Gerät nochmal auf die Kontakte schauen. Da ist jetzt noch nicht viel drin, aber einen Kontakt wird es auf jeden Fall haben. Und zwar Till. Den hatten wir ja vorhin in dem Video angelegt, wo es um Telefonie und Kontakte geht. Und siehe da, da ist auch Till. Der ist neu hinzugekommen. Dann habe ich jetzt hier meine Musik zum Beispiel, meine Bilder. Auch jetzt gerne mal in einer Datumsansicht. Da kann ich jetzt durchgehen. Da sehe ich jetzt die Fotos, die ich heute gemacht habe. Dann gehe ich nochmal in die Vergangenheit und alle diese Bilder tauchen hier auf und ich kann mir die alle nochmal angucken und auch so übersichtlich synchronisieren und vor allen Dingen auch sichern. Und über das Sichern hinaus bietet diese Software oben auch noch Werkzeuge an. Da klicke ich nochmal kurz drauf. So, aus meiner Maus. Einmal auf Werkzeuge. Da kann ich jetzt zum Beispiel die Software meines S4 aktualisieren und vor allen Dingen, ich kann auch ein sogenanntes Backup erstellen. Das heißt, ich kann alle Informationen und Daten auf meinem Galaxy S4 Zoom, auf meinem Notebook speichern. Sollte diesem Gerät irgendwann mal irgendwas passieren, sind unterwegs, es fällt runter, geht komplett kaputt, dann sind die Daten bei dem letzten Backup automatisch auf Ihrem Computer gespeichert
und Sie müssen sich nicht ärgern, dass das alles verloren gegangen ist. Das jetzt einfach mal als Tipp und als Info, wie ich mein Galaxy S4 Zoom mit dem Computer verbinden kann, was ich alles machen kann. Und Sie sehen, es kann super viele Sachen übertragen. Und damit Sie mir das glauben, nehme ich mal meinen S4 noch mal kurz in die Hand und gehe jetzt hier noch mal schnell auf die Galerie und kann Ihnen zeigen, da unter Pictures, da sind die Bilder, die wir gerade kopiert haben. So, und ich hatte ja auch gerade noch einen Film rüber kopiert. Da gucke ich jetzt mal in den Ordner Videos und Movies und siehe da, der Film ist auch da. Also alle Daten, die wir gerade gemeinsam erstellt haben, kopiert haben, sind auf meinem S4 vorhanden. Das heißt, ich kann jetzt unterwegs über die Kopfhörer oder den eingebauten Lautsprecher mich einfach unterhalten lassen. Das müssen Sie auf jeden Fall auch mal machen. Probieren Sie es aus. Viel Spaß!